Aber ich glaube, es spielen nur Rose und Saray, das ist das Problem. In der Domäne werden die Seraphen immer noch unterdrückt. Es könnte sich jetzt potenziell schwer herausstellen. Du willst lieber beim nächsten Mal versuchen. Alles klar, versuchen wir beim nächsten Mal. Stirb! Let's get this over with! Surging courage! Repentance! Surging courage! Run! Wind for water! Shred my hook! Surging courage! Slice through air! Repentance! Blades of fire! Shady mirror! Stop time! You're through! Dauert mir zu lange! Brutality drive! Wie der eine nach dem anderen fertig macht. Do not underestimate me. Ja, danke. Endlich. Stimmt, gegen Wind sind sehr schwach, war es, oder? Ja. Nee, gegen Feuer? Gegen Wind. Die sind gegen Feuer. Ja, die sind gegen Feuer, aber die fliegen wirklich aber gegen Wind. Next. Radiant Burn! Radiant Burn! Ice Reaver! Now! Ice Reaver! Ice Reaver! Ice! Wartet auf mich! Ice Reaver! That's the end of that! Gut. Gut, gut. Ein Fluoriddiadem? Ja. Nee, nicht wirklich. Danke, aber nein, danke. So, da waren wir. Das heißt, wir können straight nach oben laufen. Da oben gehen wir anschließend hin. Aber jetzt laufen wir... Oh. Mhm. Jetzt laufen wir halt straight nach oben. Mehr oder weniger straight. Das ist übrigens das nette Viechchen, was wir dann noch platt machen wollen. Ja. Jetzt sammle ich hier jetzt aber erstmal ganz weit hinten aus dem Orf, hat man es gehört. Ich wollte ja den Anschein erwecken, dass du immer noch bei mir sitzt. Speichern wir mal kurz. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Theoretisch könnte ich den Ziegel auch jetzt schon machen. Müssen wir nicht extra nochmal hier in die Mitte dafür latschen. Es ist halt nur Saray. Okay. Rote Kamille, Fokus um 3. Yeah, Mikleo. Mikleo. Fokus, Mikleo. Ja, gib mir mal allen Fokus, den du hast. Art Verteidigung, dann in dem Fall zack, zack. Art Angriff. Immer noch eher. Wir bekommen Rose und Saray gar nichts für den Art Angriff. Verteidigung um 2. Angriffskraft. Und die maximale KP. Das ist auch erstmal Rose. Erstmal Roast. Okay. Das schaffe ich doch locker. Mit Saray. Ja, auf jeden Fall. Das kommt ja erstmal Gelaber. This doesn't look good. Warum will ich auch kämpfen? We're in a foul place. This feeling, we've been in places like this before. It's a crucible of malevolence. They make Hellions fight to make them nastier. Venomization, a diabolical practice. It appears this ruin was built to do just that. Who would make such a thing? I don't know, but there are several places such as this on the Glenwood continent. I had thought they had all been sealed up, but... Looks like they're back in business. This has to be held off. No question about it. We'll stop this! Something's blocking our way. It must be to keep outsiders from entering. It's most likely that only certain people are allowed inside. So, it's me alone, huh? A solo fight. If it were me, I could ask for nothing better. Hmm... Okay, und jetzt müssen wir nochmal rein. Oder kommt erst noch ein Gespräch? Nein. Nur Saray darf eintreten. Eintreten!
Focus, ja, genau. Du darfst kommentieren, während ich mich hier auf den Kampf versuche zu konzentrieren. Alles klar. Sorry, schlägt in die Luft. Er nähert sich dem blauen Schleim. Er nähert sich dem dritten blauen Schleim. Und er hat sie geschafft. Dann kommt ein Wolf von hinten. Er analysiert kurz seinen Gegner und schlägt ihn mit Flammen. Oh, als nächstes ist die Schlange dran. Die freche kleine Schlange. Er umkreist sie. Atemberaubende Frauenschlangen, Lamia, glaube ich, heißen die, ne? Hatte braune Frauenschlangen, Lamia. Ich glaube, die werden Lamia genannt. Eine ja, Harte. Es waren Lamia. Ja, gut. So, da habe ich was. Also mache ich. So, sorry, analysiert seine Angriffe, was er kann denn schon lange. Ach, ja, kacke ist das. Hat, oh nein, ein Baum hat sich von hinten angeschlichen, wie auch immer Bäume das machen können, aber er hat sich angeschlichen. Und mit Feuer, weil, man, wie man weiß, Holz bekämpft man am besten mit Feuer. Als nächstes kommen wilde Skorpionartige Zangenviecher. Doch, sorry, ganz der Hirte schafft es, sie zurück zu... drängen. Dann kommt als nächstes. Iba. Mit wunderschön aussehenden Hörnern. Die Farbe wirklich schön. Ein schönes Türkis. Als nächstes kommen wieder die Schleime. Wie man es dauert nicht mehr lange. Ich bin echt verflucht schnell. Ja, die meisten. Und ein 3 auf einmal, 2 auf einmal, 7 mit einem Schlag könntest du dir auf deinen Gürtel stricken lassen. Wenn es denn soweit wäre. Bisher sind es nur 3 auf einen Schlag gewesen. So, wer schlägt als erstes zu? Und der Wolf rusht auf ihn zu. Und dann kommt ein Ding, was auf Wind, glaube ich, attraktiv reagiert. Attraktiv? Alles klar. Und dann setzt er zerfleischende Brise ein, oder was? Der Gegner setzt zerfleischende Brise ein? Nee, der ist auch immun gegen Feuer. Das macht keinen Unterschied. Oh nein. Oh, da braucht er schon ein bisschen länger. Das habe ich nicht vorher gesehen. Und er setzt eine Mystic Art ein und... schafft er es? Nein! Au, 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 au. Und tschüss. Und tschüss. Was für ein beeindruckender Gegner. Und ich habe keine Items erhalten. So viele Gegner und kein einziges Item. Das ist echt bitter. All right. It settled down a bit. Nice. All purified? Somehow. I'm so sorry for making you go through this by yourself. Yeah, we had it real rough too. Lila's been fortune-telling with her origami flower things. Saray won't lose, Saray will win. Saray won't lose, just like that. She left paper scraps all over. I had Meebo clean it up, though. Of course, I believed in you, but it was just so... Sorry for making you worry. Thanks, Lila. No, it's fine. My fortune-telling was right, after all. Radius-Ohrringe. Wenigstens ein Item. Ja, jetzt muss es mir nur noch was bringen. Ja. Also, ja, gut, ja. Das ist echt, echt ziemlich stark. Und das Void ist, glaube ich, auch hier drinne. Perfekt. Gut. Das war das, was ich wollte. Gut. Bei ihm. Dass sein Angriff besser wird? Ja. Okay. Und dass er Void drinne behält. Cool. Deinen überragenden Sieg speichern wir doch gleich mal. Ja. Bevor wir dann aus Versehen gegen das Wildschwein antreten und dann nicht gewinnen. Wir haben die Fledermaus geschafft und die Fledermaus ist schwerer als das Wildschwein. Das Schwein. Ja. Ist das schon? Den hatte ich, glaube ich, nicht. Kann das sein? Tatsächlich. Oh, das war der mir gefehlt hat! Mit ein einziger Monolith, glaube ich, gefehlt. Beim letzten Durchspielen? Ja. Oh. Alter. Und jetzt kann ich auch das hier ausrüsten. Das Todeszorn, das wirkt. Ja. Oh. Ey, richtig mies. Der hat mir gefehlt. Aber es war nicht der letzte, sonst hätte ich nämlich, glaube ich, einen Erfolg bekommen. Okay. Ich fass es ja wohl nicht. Wo ist das gute Wildschweinchen? Ich muss jetzt... Nee, noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier oben rechts hin. Ach so. Oh. Da verfolgt dich was. Etwas Lizentes. Ah, ich darf aber wieder... Das ist Spiel. Das ist ein Spiel. Oh, diesmal hat das Spiel sich... Dafür, dass wir es nicht passen. Jetzt bist du tot. Not half bad for a worm. Oh, wir brauchen noch so lange bis zum nächsten Level ab. Echt? Ja.
Und die Leiste ist gerade mal zum Viertel voll. Ach. Wie viel geben mir die Gegner? Bis zu 150, also. Also geht schon. Bei 2600 sind es fast 20 Kämpfe. Oh nein! Das werden wir niemals schaffen! Dann so. Auf geht's, dann machen wir mal das. Ich glaube, die großen Fliegeviecher, die auf dritte aggressiv reagieren, wie ich so schön gesagt habe, geben noch ein bisschen mehr, oder? Es kommt drauf an, ob sie zu zweit oder zu dritt auftauchen. Denn die haben die scheiß Angewohnheit, nur zu zweit aufzutauchen. Und dann bringen sie nämlich auch nur, ich glaube, so 120, 130. Ich glaube, in einem Angriff ist kein Windproblem. Nee, das war der andere Eisschauer. Na, jetzt sieht man es natürlich nicht, weil du schon angegriffen hast. Victory is ours. 109, also die komischen Goblins hier, die geben mir am wenigsten. Ja, gut. Deswegen muss ich hier gerade noch schauen, ob hier irgendwo Kräuter rumliegen. Da ist ein Kraut. Ha! Lavendel! War Lavendel Fokus? Ja, ich glaube schon. Sagt sie jetzt. Also, jetzt doch nur, dass das Video bekommt, egal was es macht. Ich schau mal. Jetzt hast du wieder angegriffen, ne? Keine Sorge, ich hab das für dich geklärt. Schauen wir halt, was das Lavendel erhöht. Angriffskraft. Mhm. Also Rose. Dann schauen wir doch mal schnell. Gefrierlanze. Ne, es ist Erde tatsächlich drin. Ich bin schockiert. Ich bin auch schockiert, dass du mich angelogen hast. Mit voller Absicht. Das hat sie eher mit dem Schluck auf eben vom Video. Er wurde überrascht. Aber das soll doch normalerweise Schluck auf verhindern. Ich glaube, das ist eine urbane Legende. Nein, das kann nicht. Nein, du bist ja im Grunde genommen, bist ja damit erreichen, dass du den Zwerg das tust du anscheinend in Wirklichkeit. Erschreckst, weil sich da die Muskeln anspannen und das Zwergfell anscheinend entspannt. Alles klar. Ja. Ah, hier oben? Nee, hier war keine Truhe. Ach, die war ja, wenn man nur zu weit hochgeht, mal dann Crimson Egg, let's wieder mit drei Erwischungen. You were quite strong. Die haben sogar nur 90 Grad gebracht. 90 Grad? Nein, leider nur 90 Erfahrungspunkte. 90 Grad wäre echt nice. Das kannst du, glaube ich, in einem normalen Kampf sogar schaffen. Da musst du es echt unter 10 Sekunden nur so schaffen. Geht das? Ja, mit dem richtigen Level geht das schon. Allerdings bekommst du mehr Grad, wenn du es auf einem niedrigeren Level schaffst. Na toll. Weapons ready! Ice Reef! Multiple Current! Find my enemy! Multiple Current! Find my enemy! Purity! Come forth! Splash! Purity! Come forth! Alles gut? Ja, das Problem ist, das Pendel ist nicht unbedingt gut gegen fliegende Gegner. Du bist cool nicht gut gegen fliegende Gegner. Ich hab nicht gesehen, wie viel es gebracht hat. Ich gucke immer überall hin, nur nicht auf die Erfahrungspunkte. Dornenschuhe. Tja, dann bist du selber schuld. Die Dornenschuhe bringen leider mal gar nichts. Okay. Hier oben ist ja gar nichts mehr. Nee, die lasse ich jetzt aus. Die bringen einfach zu wenig Punkte. Ja, ich würde sagen, nur noch die Eber angreifen. Und die Fliegeviecher. Und die Fliegeviecher.
Nein, ich wollte doch. Verdammt, dafür ist jetzt geröstet. Und danach abgekühlt. Dich. Ja. So, irgendwo hier war noch... Aha, da. Eine Schatztruhe. Da schlägt mein Schatzsinn wieder an. Nein, den hast du gerade nicht mehr ausgerüstet. So, aber ich glaube, hier war sonst nichts weiter. Achso, stimmt, die brauchen wir theoretisch auch nicht. Wie viel brauchen wir noch? Nee, wir haben erst halb voll. Ja, gut. Dann ich würde sagen, nach dem Level Up. Ja. War der Donut jetzt so lustig, oder der was? Der Donut? Leider hat einen Donut gemacht und du hast angefangen zu lachen. Nein, ich habe... Aha. Finny hat sich erschreckt. Vor... Ja, genau. Als er runtergefallen ist. Alles klar. Ich weiß. Kennst keine Frauen, aber... So, Artangriff hoch, normaler Angriff hoch, Artangriff hoch. Doppelt. So. Aber da hast du gespeichert? Ja. Okay.